So, hallo und willkommen zurück zum nächsten Part Silent Hill 4. Wir müssen wieder zurück ins Loch, haben die Schokomilch geholt, um sie, ja, um sie, wie hieß er noch? War das Jasper? Um sie Jasper zu geben, ja, Jasper war's. So, wir gehen durch das Loch, das scheint sich bisher nicht weiter verändert zu haben. Ja, ich hoffe, Jasper gibt uns dann den Schlüssel fürs Waisenhaus. Denn das interessiert mich brennend, was wir dort drinnen zu sehen bekommen. Dann gehen wir mal zu Jasper. Servus. Und benutzen mal hier diesen Schokodrink. Was awesome. Chunky. Here, take this. There's something written on it. Das ist aber kein Schlüssel, Jasper. So haben wir jetzt nicht gewettet. Hat er uns jetzt eine Schaufel gegeben? Es ist ein kleiner Spaten mit einer blutigen Aufschrift. Sie haben den blutbeschriebenen Spaten. In Blut geschrieben steht darauf: Gegenüber, wo sich See und Haus treffen, in der Hand, die sich am Boden festhält. Joa. Ne? Okay, wir waren da unten links, dann machen wir hier mal unten rechts weiter. Oh, ich glaube, da liegt was, oder? Nee, doch nicht. Da habe ich mich getäuscht. So, ach, ich höre wieder Hunde. Da kommt er auch schon. Ist das denn ein blutender Baum? Hat sogar eine Binde um. Das ist ja lol. Scheiße, hier sind aber echt viele. Das ist ja echt übel. Gehen hier einfach mal außen rum. So, 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 so. Und schnell wieder hier durch. Ich höre nichts. Nö. Ah, hier wieder so ein blutender Baum. Herrlich, oder? Das ist doch typisch Silent Hill. Da bluten die Bäume sogar rot. Wollen wir da jetzt wirklich reingehen? Das hörte sich ja auch wieder merkwürdig an, aber ich sehe nichts. Wieder so ein Brunnen. Es ist zu dunkel, wie immer. Oh nein. Da kommt doch hier schon wieder. Da kommt doch schon wieder ein Freund. Wo ist er denn? Aus dem Zaun kommt er raus. Das ist ja voll Cheaterei hier. Wie wollen wir dich denn nennen? Ich weiß, die Geister haben alle Namen hier, aber ich kenne den jetzt gerade nicht. Ja toll, sonst gibt's hier eigentlich nichts, oder? Ah doch, guck mal an, hier liegt ja ein Golfschläger. Warum nimmt er den denn nicht? Das ist ein Golfschläger, sieht wie ein Eisen 6 aus. Super. Tja, jetzt haben wir einen neuen Golfschläger. Okay, da ist ein Loch. Oh nein, jetzt kommen wir hier gar nicht durch. Und Alex spackt wieder ab. Ah. Schnell wieder raus, schnell wieder raus. Hier gibt's sonst nichts. Ich will nicht ins Loch. Stand da nicht irgendwas mit? Wie geht denn das hier schon wieder? So. So und so. Nee. So und
Ein Arm ragt aus dem Boden empor. Oh Mann, Gott sei Dank, es ist nur ein Baumwurzel. Ja, ich glaube, wir müssen das Ding hier verwenden. Schon mutig, der Henry, ne? Ich wüsste ja nicht, ob ich in so einer Horrorwelt da nicht da vor so einem Baumstumpf knien würde, dessen Wurzeln aussehen, als versuchen da Arme aus dem Erdreich zu kommen. Irgendwie gruselig. Sie haben den rostigen, blutigen Schlüssel. Rostiger und blutiger Schlüssel. Darauf steht, der Besitzer dieses Schlüssels wird in Ewigkeit herumwandern. Na super. Ich hoffe, dass die Ewigkeit jetzt nicht allzu lang dauert hier. Was ist denn hier los jetzt? Das sieht ja voll strange aus hier. Mann, Mann, Mann. Überall blutende Bäume und sieht ja genau gleich aus. Irgendwie. Ja, sag mal. Hey, werden wir jetzt bekloppt oder was? Wir sind doch hier nicht durch drei Räume gegangen. So, wir sind da. Und jetzt sind wir da. Ah ja. Okay. Wir kommen hier also irgendwie nicht weiter. So viel dann zur Ewigkeit. Dann würde ich vorschlagen, lege ich den Schlüssel mal im Apartment ab. Ach, geh doch rein, Mensch. Dumm-di-dumm, da-du-da-dei, da-di-di-dumm. Und wir kriechen rückwärts. Warum kriechen wir eigentlich rückwärts? Das ist doch voll anstrengend und schwierig und ja. Ja, komm, Henry, schneller, wir müssen uns beeilen. Zap, zap, zap. So. So. Ja, den wollen wir da reinlegen. So. Das Eisen hätten wir. Naja, machen wir nachher. So, ist der Hausmeister schon da? Hausmeister! Oh, alter Schwede. Oh, jetzt habe ich mich aber echt erschrocken. Du bist ja echt crazy, Mann. Was schnüffelst du da so an meiner Tür rum? Oh, krass. Puh. Da schlägt mein Herz schon wieder etwas schneller. Oh, so eine fette Fratze da vor meinem Gesicht. Mann, 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 da muss man doch drauf vorbereitet werden. Ja, das ist ja unglaublich. So, jetzt müssten wir da eigentlich durchkommen. Unser Buddy ist auch nicht mehr da. Dumm-di-dumm. Hier vorbei. So, jetzt ist das Bild auch wieder ganz anders. Und Spannung. Das muss gehen. Jawohl. So, hier wieder langsam durch. Nicht, dass die uns hier anknabbern, die kleinen Spackos. Ja, putzig, putzig. Oh. Gar nicht mehr so bedrohlich, wenn die einen gar nicht angreifen, ne? Fast niedlich, oder? So, mein Freund. Jetzt habe ich hier einen Schlüssel. Du trinkst ja immer noch an der Schokomilch. Bist du ein Schokomilch-Süchti? Schuchti. Krass. Ich glaube, der trinkt da gerade 5 Liter aus einer 200 Milliliter Flasche. Oder der leckt's aus. Ach, wir wollen es gar nicht wissen. So, jetzt wollen wir doch einmal gucken. Oh. Oh, jetzt haben wir natürlich super gefailt, weil wir so einen blöden Drink benutzt haben. Ach, sind wir noobig. Scheiße.
Ja, Kacke, und diesen blöden Schlüssel muss ich jetzt auch nochmal holen. Oh, das war ja jetzt scheiße. Wieso? Ja, Menü aufrufen ist die gleiche Taste wie benutzen. Das ist ein bisschen doof, glaube ich. Schneller. Schneller. Wir haben es gleich geschafft. Bin gespannt, was uns im Waisenhaus erwartet. So, dich legen wir weg. Und dich nehmen wir mit. So, jawohl, 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 ja. Möchten Sie das Loch betreten? Na, aber selbstverständlich. So, also wieder mal zurück am Waisenhaus und juhu. Jetzt haben wir den richtigen Schlüssel dabei, den können wir jetzt benutzen. Ja, herrlich. Sie haben den rostigen, blutigen Schlüssel verwendet. Geil, gell? So. Okay. Das ist also das Waisenhaus. Hier haben wir ein paar Stifte, da hinten liegt ein Klavier, hier kommen wir gar nicht durch. Hier liegt auch nichts Verstecktes. Hier kann man hoch. Das Schloss ist kaputt, ich kann die Tür nicht öffnen. Hatte ganz offensichtlich eine Panne. Naja, hier haben wir nochmal ein Bild. Hier sind einige Zettel festgepinnt. Hört auf die Lehrer. Geht nicht außerhalb der Mauern. Spielt schön brav. Lest das Buch. Ah. Ein Schalter, den wir aber nicht betätigen können. Ja, aber ich beende jetzt hiermit diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, hoffe, wir hören uns beim nächsten Part. Ciao, ciao, euer Längster.